Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Smaragd Edition. Ich habe heute sturmfrei. Yay! Und jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, warum ladet Jerome zweimal dasselbe Projekt hoch? Aus dem ganz einfachen Grund. Und zwar ist Pokémon Smaragd momentan das aktuellste Video, weil ich aber auch noch Wichtiges zu verkünden nebenbei. Wir werden es dann sehen, was ich meine. Jetzt bekommen wir erstmal einen Anruf von Heiko. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt aber nicht. Und wir brauchen jetzt jemanden, der zertrümmerer kann. Ich habe jetzt auch schon offscreen ein bisschen überlegt, wem ich lernen kann, in dem Fall Clarice. Mit Tackle kann ich nicht viel ausrichten, darum ist zertrümmerer eigentlich die bessere Variante. Meiner Meinung nach. Und was ich jetzt noch Wichtiges zu verkünden habe, genau. Und zwar, dass... ja... die... Einschaltquoten bzw. die View-Anzahl von einem gewissen Projekt, was ich eigentlich pausiert habe, in kürzester Zeit enorm in die Höhe gestiegen ist. Es ist echt extrem. Es geht um das Projekt Mario & Luigi Bowser's Inside Story. In Bowser's Inside Story war es ja eigentlich so, dass ich gesagt habe, es waren die View-Anzahl nicht wirklich in Ordnung, es waren zu viele Projekte am Laufen. Dann habe ich das jetzt, glaube ich, mal 3 Wochen schleifen lassen oder länger. Ich weiß es nicht mehr, Leute, wann ich mein letztes Video hochgeladen habe. Auf jeden Fall habe ich es saulange schleifen lassen und dann hat mir kürzlich ein neuer Abonnent, ich weiß jetzt den Namen leider nicht mehr, sorry, hat dann einen Kommentar geschrieben von wegen, ja, wann kommt das nächste Video? Ich habe mir auch nochmal über PN geschrieben, dass es auf meine Laune ankommt, was ich hochlade. Ob ich überhaupt was hochlade, ist die nächste Frage. Und ja, als ich ihn dann geantwortet habe über den normalen Kommentar, habe ich dann auf die View-Anzahl geschaut und habe erstmal so... What the fuck? Mit über 100 Views hat dieses Video echt bombastische Leistung geleistet. Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, vielleicht hatte da einer nicht so viel Hobbys und hat einfach meine Videos angeschaut. Dann habe ich meine gesamten 13 Parts, die ich in dieser Zeit hochgeladen habe, nach den Views angeschaut. 131, 112, 90 und der erste Part hat sogar über 1000 und ist damit sogar das beliebteste Video. Und dann habe ich mir gedacht, Leute, ich glaube, ihr wollt es. Ihr wollt tatsächlich ein Video von mir. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr es haben wollt, dann kriegt es auch. Oh, stimmt, das haben wir noch gar nicht geredet. Wie sieht es aus mit Zertrümmerer? Brauchen wir eh nicht. Ist egal. Zertrümmerer machen wir es jetzt so. Ich glaube, die lasse ich auch noch mal extra machen. Dass ich also im Wasser, in Zertrümmerer und im Gras praktisch meine Pokémon sammeln kann. Ich kämpfe mir ja gegen die. War ich auf jeden Fall schockiert, genau, über diese enorme View-Anzahl, über diese Rückfrage hin, ob überhaupt noch Projekte von, beziehungsweise Parts von dem Nee, jetzt nochmal von vorne. Ich war überrascht, dass dieses Projekt Mario & Luigi Bowser's Inside Story so ausgefragt wird, beziehungsweise überhaupt die View-Anzahl so hoch ist. Muss man sagen, also ich habe schon für diesen Sonic Fact Video schon mehrere Monate gebraucht, bis es überhaupt das ist, was es heute ist. Und oh, stimmt, hier kann ich auch nochmal ein neues Pokémon fangen, probieren wir unser Glück. Ja, war ich auf jeden Fall schon ein bisschen schockiert. Nee, das will ich ehrlich gesagt nicht haben. Nee. Ich weiche dem jetzt aus, absichtlich, weil ich will jetzt wissen, was ich hier finden kann. Im feurigen Pfad! Das kann ich fangen, das kann ich fangen. Oh, nee. Leute, nicht Metern. Okay, jetzt wird Zeit für eine kleine Einführung von Metang und dessen Entwicklungsreihen Tangel und Metagross. Was ist an diesen Pokémon wohl so besonders? Die Fangrate, sprich
die Chance, dass ein Pokémon in den Pokéball geht, ist umso niedriger, umso schwerer ist es, Pokémon zu fangen. Metang, Metakross und Tangel haben dieselbe Fangrate wie das Fangen von Groudon, Kyogre, Rayquaza und den sonstigen legendären Pokémon. Palkia und Dialga sind Ausnahme, die haben nämlich eine Fangrate von 40 oder 45, so hoch wie Grammox. LOL! Metang, Metakross und Tangel haben tatsächlich eine Fangrate von 2 und ist damit, oder 5? 2 oder 5, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und sind damit die schwersten nicht legendären Pokémon, die man mit einem Pokéball fangen kann. Ich habe das Gefühl, Metang wird meine Glutattacke nicht durchhalten und ich habe auch keine Pokémon, die irgendwie Statuseffekte wie Paralyse, Schlaf oder Gift haben. Wobei Gift keine gute Idee wäre. Dass das Fangen nochmal richtig schwer macht. Mit ihr kann ich auch nicht viel ausrichten. Höchstens, dass ich mit Nachtnebel reingehe. Es wird jetzt schon wieder kritisch. Das ist echt schon wieder kritisch. Ich probiere einfach mal mein dummes Glück. Es wird eh nicht reingehen, da bin ich mir sicher. Ich kann von mir 5 Pokébälle probieren. Und wenn es nicht reingeht, geht es nicht rein. Ja, das war mir fast schon klar, dass es so aussehen wird. Dann probiere es jetzt mal mit Robert und setze eine Katze ein. Nicht töten, nicht töten. Okay, nochmal zu Irene zurück. Und hol nochmal einen Pokéball rein. Ja, mehr kann ich nicht schwächen, das geht nicht. Das war schon einiges. Komm schon, geh rein. Dann probieren wir einen Superball. Geht auch nicht rein. Nochmal einen Pokéball. Nochmal ein Superball. Mit dem letzten Pokéball hatte ich echt Glück gehabt. Ich kann's nicht anders schwächen, Leute! Das geht nicht! LOL! Nein! Nein! Das war so knapp! Leute, das war fast in den Pokéball rein! Okay, komm, das probieren wir. Hey, du gehst jetzt rein, Mann. Du gehst rein, komm schon. Hey, das wäre so episch, wenn du mit dem Pokéball reingehst. Ah, da braucht man echt Sau... Da braucht man dummes Glück, hey! Nee. Werde ich gar keine Chance haben. Ich muss aber aufpassen auf meine Pokébälle. Jetzt noch ein Pokéball. Komm, geh bitte rein. Ich kann nicht alle verschwenden. Töten. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber hier kann man wenigstens noch ein bisschen trainieren, wenn das echt so... Wow, das... Das wäre das Pokémon, das hätte ich jetzt eher gebraucht. Wie jetzt? Magnetfalle. Mal Abgang hier, Mann. Das hätte ich gebraucht. Magneton, verdammt. Lol. Stollos. Zertrümmerer, tschüss. Nee, das Stollos hätte mir überhaupt nicht gefallen, ganz ehrlich. Also hier werde ich ganz normal wieder ein bisschen trainieren. Das sollte gut möglich sein. Vor allem Clarice könnte noch ein bisschen Training vertragen. Das wäre gar nicht schlecht. Das machen wir in dem Pass. Da trainieren wir noch ein bisschen. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht weiterziehen. Weil das ist hier echt ein guter Trainingsort. Aber halt, Moment. Wir müssen erstmal raus hier. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Nein, ich wollte hier keinen Doppelkampf. Kritisch. Felsgrab gegen Ninjas und Schockwelle gegen Lamus. Okay, Clarice ist Level 25 und dann Raserei. Das wollen wir aber nicht. Pinsir.
Felsgrab und nochmal Schockwelle. Gott sei Dank sind es in Anführungszeichen nur schwache Pokémon. Und Schockwelle gegen das Vieh und Felsgrab und Schockwelle und bla und blubbi blub blub blub. Boah, nee, ich will da nicht reinrennen. Hallo. Und zack. Und... Oh, oh, nein, nicht zack, zack. Nein, 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 nein. Nachtnebel. Nachtnebel und Schockwelle. Und Schockwelle. Gegen den Toxa könnten wir auch Schockwelle einsetzen, wenn es treffen könnte. Robert! Komm rein und... Es soll ja am Riemen nicht vergiften. Scheiße. Scheiße! Okay, dann ist durch. 41 Schritte, komm, das sollte machbar sein. Komm schon, komm schon. Jetzt habe ich echt Dusel, dass hier eine zum Heilen ist. Das hätte jetzt schief gehen können. Glück im Unglück, Leute. Wir hatten da echt Glück im Unglück. Von diesem Typ hier kriegen wir auch noch die Attacke Geheimpower. Die brauchen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Entweder für Deneve oder für Robert. Eins von den beiden. Aber ich glaube, ich gehe jetzt lieber Robert. Damit auch Kratzer endlich an Wirkungskraft verliert. So. Stimmt, hier habe ich auch noch kein Pokémon gefangen. Und ich krieg schon wieder ein Gleichschrei. Hey, habe ich ein Glück heute. Ach du Scheiße. Leck mich am Arsch. Schießt mich ab, hey. Ja, Metapross wäre eigentlich noch schlimmer gewesen. Metapross hat es auch ganz schön in sich. Und Level 26 für Clarice. Aufpassen muss ich aber auf Vorstellka, wenn das Finale kann. Und ich tausche jetzt aus, es ist in Ordnung, mit Irene. Nachtnebel. Und hat keinen Effekt auf Irene, das ist auch noch sehr gut. Das kommt noch hinzu. Gegen Metagross können wir auch gut antreten. Und Frau Stelka könnte sich wortwörtlich selber umbringen. Das finde ich gut. Sollte es nur machen. Und da trainieren wir jetzt so ein bisschen, ja, das würde ich sagen. Einfach damit wir wieder ein bisschen stärker werden. Weil ich traue dem ganzen Frieden nicht. Nein, ich brauche keine Groll. Nur in strategischen Kämpfen könnte Groll eine gute Attacke sein, aber sonst nicht wirklich. Ich könnte es auch wieder mal Explosion einsetzen, beziehungsweise Finale. Nachtnebel, Nachtnebel und eine Schockwelle for you. My feelings are true. Bam, 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 bam. Ich kämpf gegen dich wie die Nacht am Himmel. Wegen einem einzigen lächerlichen KP. Und Kreideschrei und Kreideschrei und Kreideschrei. Lalalala. Ja, also hier kann man echt noch gut trainieren. Robert vor allem auch. Wobei gegen Magneton keine gute Idee. Gegen Verstärker aber auch nicht. Metang ist schon eher was. Ja, Metang, Metakross, das gefällt mir. Das ist gut. Und ein letztes Mal bis und Level 25 für Robert. Oh, und weg, 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 weg. Puh. Okay, jetzt bin ich gerade echt am überlegen, ob ich nochmal zurückgehen soll nach Malmfrost-CD, um Pokébälle zu kaufen, weil das ist ehrlich gesagt ein ganz wichtiger Aspekt fürs Fangen der Pokémon. Weil ich weiß nicht, wie viel Glück ich haben werde, beziehungsweise wie viel Pech, dass ich jetzt den Shiny-Pokémon begegne und ich nur 4 Pokébälle habe. Oder irgendeinem anderen Pokémon, das mir sehr gefallen könnte. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich gehe zurück, ganz einfach. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich werde zurückgehen. Ich habe noch gegen den Dragonier. Ja, ist ganz süß hier. Dragonier auch. Ach Gott, ist das süß. Altaria. Pff.
muss man haben oder auch nicht. Level 26. Kämpfen wir auch noch gegen dich. Oh, und das ist schon Team... Blablabla. Prügel da. Sengo. Gegen Sengo können wir gut antreten. Ja, ja, ja. Gegen dich auch noch. Heute neu. Haben wir heute viel zu tun. Ja, aber es funktioniert. Es funktioniert doch. Alles cool. Funktioniert fast alles zu gut für meinen Geschmack hier. Und ich denke, einen Doppelkampf können wir noch gut machen mit Denewe zusammen. Und greifen beide an. Oh, Zubiris. Gehen wir erst auf einen Zubiris los. Perfekt. Machen die auch noch fertig. Gut. Und Geld haben wir auch noch bekommen. Das ist gut. Brauchen wir immer. Und dann hole ich mir jetzt auf jeden Fall noch Superbälle. Und dann können wir weiterziehen. Denke ich mal. Wie viel schaffe ich eigentlich? Ja, das ist doch ganz in Ordnung. Das ist in Ordnung. Auf jeden Fall 10 Pokébälle, das ist ganz klar. So, Superball. Holen wir auch 10, das ist mir egal. Gegen gibt auf jeden Fall noch ein paar Heiler auf. Aufweger 2. Die darf ich nicht kaufen. Super Trank genug bekommen. Okay. Puh, das ist einiges hier auch gerade. Und sagen. Nee, hier wollte ich nicht rein. Ich glaube, wir können gleich wieder Schluss machen. Ich habe das erreicht, was ich in dem Part erreichen wollte. Und als letzten Fazit kann ich auf jeden Fall noch sagen... Mario & Luigi Bowser's Inside Story wird offiziell weiter folgen. Das machen wir. Es gefällt mir auf jeden Fall, dass da wieder so eine enorme Rücksprache gekommen ist. Das sieht man an den View-Anzahlen vor allem, weil das ist eines meiner berühmtesten Projekte. Und ich denke, ich werde wahrscheinlich noch morgen ein kleines Video machen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, dass ich Meryl hasse. Könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, das zu entwickeln. Es wird kein Let's Play sein oder sowas ähnliches. Es wird nur ein Let's Show, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie ich das gestalten werde, aber ich werde es auf jeden Fall spannend halten, ganz klar. Ja, wird auf jeden Fall lustig, sage ich gleich mal. Und die haben ja echt gute Chancen, dass wir bis haben. Kriegen wir Support nicht. Sonnenfüll, Aquaknarre und Biss. Ja, wir sind eigentlich so gesehen ganz schön stark, muss man sagen. Und was uns dann... Nein, wir gucken jetzt schon rein. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ne, dann können wir uns doch noch auf den Weg zum Laufwechselfeld machen, wenn das so aussieht. Pff. Ach Gott, das ist süß. Ein Zubat. Gegen dich kämpfen wir auch noch. Da ist ein Opfer größer als das andere. Ach du Scheiße. Oh Gott, Stolrak. Nee, das Pokémon hat mir überhaupt nicht gefallen. Botogel. Bis. Robert Level 29. Vielleicht schaffen wir es sogar noch bis zum nächsten Level Up. Sogar bis zur Entwicklung. Das wäre geil, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Stimmt, Robert ist das nächste Pokémon, was sich vielleicht als nächstes entwickeln wird. Nee, wir machen uns jetzt auch schnell auf dem Weg nach Laubwechselfeld. Hier tauschen wir lieber aus. Und setzen hier eine Glut-Attacke ein gegen Giflor. Machen Giflor kaputt. Giflor dort. Eigentlich hätte ich erst heilen sollen. Egal. Biss und Glut. Nochmal Biss und nochmal Glut. Denewe ist Level 26. Ladybar ist kein Problem. Tratini. Und tschüss. Yay, und wir sind im Laubwechselfeld angekommen. Yay, und da speichern wir jetzt auf. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Pokémon Smart Edition. Oh, gibt es da vielleicht schon Hypertränke? Bitte, bitte, bitte. Eine Hyperbälle meine ich. Oh, keine Hyperbälle. Schade. Geh weg von mir. In Eco heißt so viel wie stirb qualvoll im Lateinischen.
So sieht's aber ehrlich gesagt nicht aus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss und dann sieht man sich im nächsten Part wieder von Pokémon Smaragd Edition. Bis dann, Leute!